Hallo, liebe Freunde der Wahrheit. Ja, bin ich wütend? Ja, das bin ich. Und das schon seit geraumer Zeit. Bin ich damit alleine? Sicherlich nicht. Denn ich habe in meinem nicht kleinen Social-Media-Bereich ca. 3000 Leute nach ihren persönlichen Wutthemen befragt. Und die, die jetzt kommen, hinter denen stehe ich selbst auch zu 100%. Möchte ich mich dabei gepflegt ausdrücken gleich? Nö. Denn wir sind wirklich wütend. Scheiß auf unsere Politiker, die schon lange nicht mehr in Volkes Wille handeln, sondern einfach nur Macht und Einflussnahme ausüben und das so lange wie irgendwie möglich. Scheiß auf den Friedensnobelpreis, der früher an wirklich verdiente Persönlichkeiten ging und nicht nur aus Political Correctness an den ersten schwarzen US-Präsidenten. Scheiß auf die Religionsanhänger, die entgegen der eigentlichen friedlichen Lehre ihrer Religion diese mit fundamentalistischen Mitteln bis hin zum Terror ausüben. Scheiß auf diese verheuchelte Volksmusikbranche, die hinter der Klatsch doch allemal im Takt mit Kulisse zum Großteil aus Alkohol, Tabletten und Drogensüchtigen besteht. Scheiß auf die Hartz-IV-Bezieher, die ihren verlogenen Status dafür ausnutzen, um nebenher schwarz zu arbeiten und dadurch leider die wirklich Bedürftigen in ein öffentliches, negatives Fahrwasser ziehen. Scheiß auf die Banker, denen eine Konzeptidee, der persönliche Umstand oder das Ehrenwort eines langjährigen Bankkundens weniger wert ist als der schnell verdiente Euro durch einen Mausklick am internationalen Börsenbankett. Scheiß auf Obama, der für Europa spürbar keinerlei Veränderungen im Vergleich zu Bush brachte. Scheiß auf die genialen Wissenschaftler, die eigentlich große Themen oder Entdeckungen zu vermelden hätten, diese aber aus Angst nicht vermelden, weil sie sich bei ihren Kollegen nicht lächerlich machen wollen oder in eine übergeordnete Ungnade fallen wollen. Scheiß auf die Länder, die uns Deutsche nach fast 70 Jahren immer noch in ein Nazi-Licht rücken, obwohl weder meine Kinder, ich oder meine Eltern auch nur im geringsten etwas dafür können, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nicht mündig waren oder gar gelebt hätten. Scheiß auf die öffentlich-rechtlichen Sender, diesem vollgefressenen faulen Verein, der es trotz Milliarden Euro an jährlichen GEZ-Einnahmen einfach nicht auf die Reihe kriegt, ein attraktives Programm für Jung, Mittel und Alt zu gestalten. Scheiß auf die Menschen unter uns, die aus mangelnder Zivilcourage lieber wegsehen, anstatt einfach mal aufzustehen, zu schreien und damit andere Umherstehende aufzufordern, das gerade vonstattengehende Unrecht im Kollektiv gemeinsam zu unterbinden. Scheiß auf die Energie- und Ölbranche, die alles daran setzen, innovative neue Konzepte entweder zu töten, abzukaufen oder durch Desinformation ins Lächerliche zu ziehen, nur damit wir alle weiterhin den viel zu teuren Strom bzw. Sprit kaufen müssen. Scheiß auf die Restaurants, die immer noch nicht begriffen haben, dass durch kleinere Portionen im Angebot dieser immensen Lebensmittelverschwendung endlich mal Einhalt geboten werden könnte. Scheiß auf diesen widerlichen Pflegetourismus, bei dem unsere Alten zum Beispiel nach Asien abgeschoben werden, nur weil sie dort mehr Leistung erhalten, gleichzeitig aber alle sozialen Verbindungen hier abbrechen müssen. Ich stelle dabei einfach mal die Frage nach dem Respekt. Denn wer hat dieses Land nach dem Krieg wieder aufgebaut? Also ich war es nicht. Scheiß auf die Deutsche Bahn, die das Wort Deutsch dadurch schon nicht verdient hat, weil sie ihre Technik, für die wir weltweit als Deutsche immer berühmt waren, einfach nicht in den Griff bekommt und man dadurch teilweise im Winter wie ein Schloss und friert in diesen Scheißwaggons oder im Sommer fast ein Hitzschlager liegt. Scheiß auf die autofahrenden Rentner, die mit ihrem körperlichen Verfall auch noch anderer Leben nehmen, anstatt ehrlicherweise einfach ihren Lappen mangels physischer Fähigkeiten abgeben. Scheiß auf die Unkultur des gesenkten Blickes, welche leider schon die meisten von uns infiziert hat und mich inklusive, sorry, indem wir lieber laufend oder sitzend ständig auf unsere Smartphones starren, anstatt unsere Umwelt, unsere Mitbürger überhaupt noch wahrzunehmen.
Scheiß auf die kommunalen Sesselfurzer in den Rathäusern, die durch komplett undurchdachte oder fehlgeplante Projekte jährlich Millionen an Steuergeldern einfach verschwenden. Ab durch den Kamin, weg sind sie. Scheiß auf die Medien, die uns an Themen oder in der Art und Weise, diese zu präsentieren, damit einfach nur ihren eigenen persönlichen Stempel aufdrücken wollen. Scheiß auf die Vermieter in Großstädten, die gnadenlos den Wohnraummangel ausnutzen, um für ihre Drecksbuden utopische Preise verlangen zu können. Scheiß auf Angela Merkel, die anstatt endlich mal Farbe zu bekennen und unseren Standpunkt, unsere Befindlichkeiten darzulegen, ganz im Schatten von Helmut Kohl denkt, wenn man etwas lange genug aussitzt, dann wird sie schon irgendwann mal von selbst erledigen. Scheiß auf die Pharmaindustrie, die uns alle seit Jahrzehnten belügt, indem sie längst gewonnene Erkenntnisse über Volkskrankheiten zurückhält, nur um anstatt zu heilen, lieber finanziell attraktiver, uns einfach langfristig behandeln will. Scheiß auf unser Strafrecht, welches einem Raubkopierer länger in den Knast bringen kann, als einen wirklichen Kriminellen, der anderen Mitbürgern echtes körperliches Leid zugefügt hat. Scheiß auf die Bundeswehrreform und den Wegfall der Wehrpflicht, denn dadurch fielen die ganzen jungen Leute weg, die lieber stattdessen ihren Zivildienst abgeleistet hätten und somit Hunderttausende von dringend erforderlichen Sozialstellen ausgefüllt hätten. Scheiß auf die deutsche Zuverlässigkeit und Made in Germany, denn wenn wir es im eigenen Land noch nicht mal zustande bringen, einen lächerlichen Flughafen oder einen Bahnhof zu bauen, was soll dann der Rest der Welt noch von uns denken? Scheiß auf die Jugendlichen, die gegenüber unseren Alten 0,0 Respekt mehr haben. Scheiß auf Bushido, denn egal, mein Freund, wie viel Millionen du noch besitzt, du wirst immer ein Gossenkind bleiben. Scheiß auf die Versicherungsgesellschaften, die stets pünktlich die Beiträge im Voraus abbuchen, aber bei einem Schaden jegliche Taktiken zur Vermeidung des Ausgleichs anwenden. Scheiß auf unsere verfassungsgemäß zugesicherten Grundrechte, welche durch politisches Duckmäusertum, durch Lügen, Verschleierung und einem unerträglich devoten Verhalten unserer Politiker gegenüber der USA jeden Tag nicht nur aufs Neue verletzt, sondern fast komplett abgetötet werden. Scheiß auf die Griechen, die einfach nicht kapieren wollen, dass ein Staat auch Steuereinnahmen braucht, um damit die komplette Infrastruktur aufrechterhalten zu können, und die uns dann auch noch als Nazis betiteln, nur weil wir ihnen diese relativ einfachen Umstände zu erklären versuchen. Scheiß auf den Vatikan, der im Endeffekt mit der eigentlichen Message der Bibel gar nichts mehr zu tun hat, sondern durch seine internen sexuellen Eskapaden und wirtschaftlichen Machtspiele sich sein ganz eigenes Sodom und Gomorra erschaffen hat. Scheiß auf unser Finanzamt, welches die Großen oft verschont. Dem Kleinen allerdings wegen 1,10 Euro, ist mir passiert, eine Mahnung zukommen lässt, welche in der Gesamtkostenproduktion uns Steuerzahlern das 20-fache gekostet hat. Scheiß auf die weltweiten Geheimdienste, die anstatt den jeweiligen Bürger zu schützen, diesen unter dem Tarnmantel der nationalen Sicherheit schlichtweg einfach nur ausspionieren wollen. Scheiß auf diese elendigen Tierquäler, die nach wie vor für ihre widerlichen Vergehen viel zu soft bestraft werden. Scheiß auf diese ganzen Weggucker, die in irgendwelchen Hochhäusern wohnen oder in irgendwelchen größeren Mehrfamilienhäusern, die über Jahre hinweg irgendeinen Menschen jeden Tag gesehen haben und auf einmal nicht mehr. Und die ganz genau wissen, er ist alleinstehend, sich aber keinerlei Gedanken darüber machen, hey, ist er vielleicht in der Dusche ausgerutscht, liegt er bewusstlos in der Badewanne und denken, ja, der Nachbar, der wird's eventuell ja schon melden. Und dann findet man diese Person 6 Monate später mit dem Fernsehprogramm aufgeschlagen von vor 6 Monaten, komplett mumifiziert in seinem Fernsehsessel. Leute, das ist so arm, dieses Deutschland streckenweise. Macht die Augen auf, bitte. Lieber einmal zu viel angerufen, als einmal zu wenig. Und scheiß auf die Leute, die jetzt am Ende des Clips eigentlich fast allem zugestimmt hätten, wenn da nicht die 1-2 Themen gewesen wären, die sie direkt betreffen und dadurch natürlich dieser ganze Clip komplett scheiße ist. Und zu guter Letzt sage ich euch noch eins. Ich scheiße nicht auf die Menschen,
denen die sogenannten alten Werte wie Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Loyalität, Fleiß, Respekt und Diskretion noch etwas bedeuten. Denn das waren eigentlich immer unsere Tugenden. Oberflächlichkeit, Heuchlertum, Gier und immer den leichtesten Weg zu gehen, das mag vielleicht hip sein, nur es zerstört unsere Kultur und das ist Fakt. Ich bin nicht naiv und weiß ganz genau, dass dieser Clip im Großen daran gar nichts ändern wird. Mir würde es allerdings schon genügen, wenn ich damit einige wenige Tausend erreiche und diese zum Nachdenken anrege. Denkt einfach mal drüber nach, es ist nicht nur meine eigene Meinung, sondern die Meinung von verdammt vielen Leuten. Bis dann, euer EF.